Jo. Neuer Part Resident Evil. Mit dem Zwergenfürst. Ja. Ich habe da mal ein bisschen was rausgefunden. Offensichtliches. Ja. Wie man zum Beispiel an die Statue drankommt. Es ist eigentlich viel zu offensichtlich, um das zu übersehen. Ja. Okay. Ich zeig's euch mal kurz. Den Zombie haben wir noch nicht besiegt, aber ist ja auch wurscht. Wir brauchen jetzt erstmal hier diese Statue. So, und das kann man ganz gut so machen. So, der Zombie müsste jetzt noch nicht da sein. Da klettern wir einfach mal auf der anderen Seite wieder runter. Na komm. Woran liegt's? Hier runter und dann kommen wir von hier aus. So, schieben wir das mal in diese Richtung. Hier sind sogar Kratzspuren auf dem Boden. Hat wohl schon mal jemand den Stuhl verschoben, den Schrank. Jetzt können wir das mal untersuchen. Das ist eine Karte von Villa EG. Mitnehmen. Ja. Ist jetzt nichts so übermäßig Dringendes, aber ja, ist gut, dass man das mitnehmen kann. Vollständig verbleibend. Okay. Hier ist die Schreibmaschine. Hier sind wir gerade drin. Okay, also wenn wir es, jetzt können wir auf 100% gehen und halt hier bis zu Ende gehen, hier den durchnehmen und so weiter, aber gut. Hier geht es nämlich noch weiter, hier gibt es noch einige Räume, hier können wir tatsächlich auch weiter, da habe ich tatsächlich einiges übersehen. So haben wir es mitgenommen. So, den Zombie lasse ich jetzt erstmal aus. Ich werde nämlich meine Energie noch gebrauchen für diesen Part. Und ja, müssen wir nicht dreimal zeigen, den Zombie. Müssen wir nicht in 3 verschiedenen Parts präsentieren. Mache ich vielleicht irgendwann auf Screen und dann haben wir den Raum einfach beendet und so weiter. Ja, oft genug gestorben. So, die Schreibmaschine lasse jetzt auch mal stehen. Das muss jetzt, ja, das muss jetzt nicht gespeichert werden, die Karte. Am Ende dieses heutigen Parts kann man mal speichern, wenn wir dann wieder zurück sind. Was ich mich vor allem frage ist, warum die Leute in Horrorspielen immer so schleichen. Das ist, die sind immer, die Jill ist gerade ziemlich gechillt unterwegs, also die ist gerade so ziemlich entspannt. Die läuft ziemlich langsam und entspannt. Also ich würde, wenn ich in diesem Haus wäre. Na komm, schieß. Schieß doch. Was machst du denn? Was machst du denn, Jill? Das ist dann gleich der nächste Zombie. Ach, Kacke. Sagt ja. Schnell weg hier. Nein. Falsche Richtung. Ach, Kacke. Wir müssen da lang. Und der Zombie sich gerade aufhält. Schnell vorbei. Schnell vorbei, sagte ich. Huhu. Ist, glaube ich, derselbe Zombie wieder drüben, oder was? Jo, es ist der von hier. Was da? Hier wollen wir lang, hier wollen wir. Hier können wir durch die Tür. Ja, die Tür ist jetzt frei. Da können wir jetzt durchtreten. hier geht's auch schon gleich weiter. Okay, was haben wir hier? Teekannen. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Jo. Gruselige Schatten hier im Flur. Hier haben wir was Tolles. Das finde ich doch sehr nice. Nein, nicht den Toten hier. Hier haben wir ein paar Heilpflanzen. Die können wir mitnehmen. Na, komm. Nimm sie mit. Nicht. Grünes Kraut mitnehmen. Unbedingt. Dann haben wir nochmal grünes Kraut. Komm, nimm schon mit. Du brauchst das. Jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Dann lernen wir bestimmt noch, wie wir das zubereiten. Wir brauchen uns unbedingt mal eine Leiche dicht auf dem Boden. So als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Das freut mich schon länger. Wir werden es für irgendwann mal herausfinden. Hier Pistolenmagazin, das ist Gold wert. Das können wir noch gebrauchen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie wir das Menü öffnen. Ein toter Rabe im Vogelkäfig. Ich drücke mal ein paar beliebige Tasten. Oh, das ist die Karte. Ah, das. N ist für... M ist für die Karte, N ist für das Ding hier. Warnung. Okay, so geht's uns momentan. Noch im grünen Bereich. Grünes Kraut. So. Munition haben wir jetzt 13 plus 15. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da haben wir erstmal ein bisschen was, wo wir überleben können. Das, ja. Damit können wir dem Überlebensrohr doch entgehen. Das ist doch eine gute Sache. Munition ist hier immer Gold wert. Nur Resident Evil. So, hier geht's weiter. Okay, hier haben wir den Toten. Ein Spiegel. Oha, ich höre Zombie. Kommt er von hinten oder kommt er... Ah, kommt er von dort. Oh wei. Vorsichtig. Wir hätten hier mal Stellung. Na komm. Der lebt doch noch. Steht gleich wieder auf. Warte. Na. Der lebt noch. Na komm, stirb. Immer noch nicht tot. Ah, doch. Das sieht man sehr gut an der Blutlache, dort im Körper ist, wenn er tot ist. Ah, okay. Hier geht's weiter durch den Schwertlanzensaal. Okay, hier haben wir was Leuchtendes. Goldener Pfeil. Den nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. Wählen sich auf dem Statusbildschirm ein Objekt untersuchen. Aha. Untersuchen. Goldener Pfeil. Ja. Schön. Hier sehe ich noch ein bisschen Munition. Das können wir gebrauchen. Wir ballern sehr viel. 30 Schuss. Jau. Das habe ich gern. Können wir hier um die Ecke? Ja, können wir. Hier eine Tür. Die ist bestimmt verschlossen. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Oh. Ich hatte wohl einen Schlüssel. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Von manchen Türen kann man ja nur von einer Seite herein. Badkratz. Manche Türen lassen sich nur von einer Seite öffnen. Ach, das Räumchen hier. Da weiß ich, wo ich bin. Wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Da geht er zu Boden. Da unten ist er noch nicht, aber... Oder? Ja, er lebt noch. Das ist der alte Hülz-Michel. Er lebt noch. Lebt denn der alte Hülz-Michel noch? Also halbwegs. Ein Untoter. Ne? Steht er wieder auf? Nein, er wird nicht mehr aufstehen. Vorerst nicht. So, und diese Statue, die müssen wir ganz klar hier mal runterschieben. Das ist ganz klar. Warte, hier und einmal runter in die untere Halle schubsen. So, na komm. Na komm. Was machst du denn? Schups. Und zack. Dann macht's Klimper. Und. Oh. Achso, ich würde gerade sagen, die Zombie-Leiche ist weg. Ja, den blauen Diamant holen wir uns jetzt noch nicht. Diamant. Wird jetzt ein anderer Edelstein. Den holen wir uns erstmal nicht. So, wir haben nämlich jetzt eine Speerspitze, eine Pfeilspitze, mit der wir auf einem anderen Ort weiterkommen. Ja, haben wir im letzten Part schon gesehen. Nämlich hier die Treppe runter, einmal hier hinten lang. Da gibt es auch eine Tür. Hier. Auf zum Friedhof. Friedhof ist bei Nacht. Da können wir doch jetzt die Pfeilspitze irgendwo einsetzen. Pfeilspitze ist da nicht falsch eingesetzt. Okay, hier war das doch, oder? Ja. Sieht doch schon richtig aus. Was war noch gleich hier? Hier war nix. Alles untersuchen. Hier vom Grabstein was nehmen. Oh, Tatsache. Gewehrmunition. Ja, noch haben wir keinen Gewehr, aber alle Angaben sind ohne Gewehr. Und die werden wir bestimmt noch irgendwann gebrauchen. Ah, dieser gruselige Screen, wo wir hier am Zaun vorbeigehen. Ein Grabmal, dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung. Form einer Pfeilspitze. Kommen wir doch bestimmt. Da bewegt sich irgendwas hinter den Bäumen. Ja, da können wir doch bestimmt die Pfeilspitze hineintun. Oder nicht? Kombinieren. Goldener Pfeil. Objekt verwenden. Können wir das hier kombinieren? Je, wir brauchen da irgendwie eine Spitze von. Können wir das hier kombinieren mit dem. Mit dem Messer. Ja, Ausrüsten ist erstmal nicht schlecht. Ja, wie können wir das? Das haben wir doch. Ja, ich bin gerade ein bisschen... Wir haben doch hier einen Pfeil. Müssen wir es ausrüsten oder wie die es verwenden? Ja, passt so nicht in die Einbuchtung. Ach was. Erzähl mir nicht. Junge. Junge Mädchen. Das brauchen sie jetzt nicht. Den Dietrich könnte ich für manche Türen verwenden. Aber das können wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, kann ich dann die Spitze von abnehmen? Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Sehr gut. Mhm. Sieht aus wie Smaragd. Eine Pfeilspitze. Den Rest haben wir weggeschmissen oder was? Jo. Ja. Ich könnte die Pfeilspitze rein. Ja, mit dem Inventar muss ich auch erstmal zurechtkommen. Verwenden. Jo. Sehr gut. Der Weg ist nicht länger versperrt. Er wird trotzdem gehalten von denen, die tot sind. So sieht's aus. Das sind doch gleich viele Zombies wieder. Hinunter das Grab. Okay. Das sieht nach einem Ort für den Bosskampf aus. Ja, aber ganz heftig. Das wird einmal ein Bosskampf. Da blinkt etwas. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchung. Ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen sollten. Das könnte eine Falle sein. Okay, ist das nicht. Okay, hier lösen wir noch nichts aus. Das Buch können wir auf jeden Fall mitnehmen. Eine Steinstatue mit einem Loch anstellen des Mundes. Nur noch bestimmt irgendwelche Sachen reintun, die wir dadurch. Ah, der Mund, ja. Die Nase. Dadurch lösen wir dann die Augen um Nase und Mund. Ah, okay. Die müssen wir dann halt entsprechend maskieren und dann lösen wir hier wahrscheinlich einen riesigen Bosskampf aus. Und noch anstelle der Augen. Augen, Nase, Mund, Augen, Nase und Mund. Verstehe. Flammen zucken heftig. Ja. Die Kette kann ich nicht anhalten. Die Kette bewegt sich, wohin sie wohl führt. Ja. Was da in dem an der Decke baumelnden Sarg ist, will ich vielleicht gar nicht wissen. Gut, dann... wahrscheinlich hier wieder raus. Und wieder hoch. Tja, was können wir jetzt mit dem Buch anstellen? Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Grab hier auf dem Friedhof freigeschaltet.